Hallo, wir stehen jetzt hier hinter einem ganz besonders gesicherten Raum, Frau Tepper. Wo befinden wir uns eigentlich gerade? Wir befinden uns jetzt hier im Tresorraum der Kreissparkasse Nordhorn, in der Hauptkasse. Und was steckt in diesem Tresor drin? In diesem Tresor stecken die Bargeldbestände der Kreissparkasse Nordhorn und Edelmetallbestände, die wir hier vorhalten, die wir den Kunden aus dem Schrank verkaufen können. Hier kommt nicht jeder rein. Wer darf denn hier überhaupt hier rein? Hier dürfen nur Mitarbeiter der Hauptkasse rein, die über ein bestimmtes Sicherungssystem in die Räumlichkeiten gelangen. Frau Tepper, gibt es denn hier nur Euro, die Sie lagern oder noch andere Währungen? Also wir lagern Euro, wir kaufen auch noch D-Mark-Banknoten an und D-Mark-Sondermünzen und wir lagern auch ausländische Sorten aus den gängigen Ländern. Da sind wir sehr froh, dass wir das unseren Kunden noch anbieten können, gerade so in der Urlaubszeit. D-Mark, das ist ja jetzt schon echt lange vorbei und Sie kaufen das wirklich noch von Kunden an? Ja, die Kunden finden das immer noch in ihren Unterlagen. Vielleicht haben das auch Leute mal versteckt. Es gibt auch Situationen, wo uns Erben sagen, das haben wir noch in der Wäsche gefunden und wir kaufen das noch von unseren Kunden an und leiten es dann weiter zur Bundesbank. Aber möchte denn jemand noch D-Mark hier abholen? Das kommt ganz selten vor, aber ich würde auch noch 100 D-Mark an Sie gerne verkaufen. Dann hätten Sie ein lustiges Geburtstagsgeschenk. Und was muss ich bezahlen für 100 D-Mark? Der Kurs ist immer konstant gewesen, 1,95583, also etwas mehr als 51 Euro. Okay, ja, wirklich eine interessante Idee, mal als Weihnachtsgeschenk vielleicht auch. Wie viel Bargeld hat denn die Sparkasse überhaupt hier drin? Die Sparkasse hat immer so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Das ist die Maßgabe, die uns vorgegeben wird. Und das ist natürlich auch sehr jahreszeitabhängig. Jetzt zu Weihnachten ist viel mehr Bargeld, sowohl als Banknoten als auch als Münzen im Umlauf. Das müssen wir auch vorher kalkulieren. Auch für die Geldautomaten müssen wir das kalkulieren, dass der Kunde nicht vor einem leeren Geldautomaten steht. Ah, interessant, aber wirklich. Nimmt das denn ab mit dem Bargeld? Greifen mehr Leute zur Plastikkarte, um zu bezahlen? Es wird immer mehr, dass mit Plastikkarte, also mit der Geldkarte bezahlt wird. Wir erleben aber immer noch, dass auch viel Bargeld eingezahlt wird und auch ausgezahlt wird. Frau Tepper, Sie haben mir schon verraten, dass es hier noch einen anderen Tresorraum gibt. Wollen wir da nochmal hingehen? Ja, das können wir gerne machen. Ein kleiner Raumwechsel, Herr Hoskamp. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Guten Morgen. Ja, ich bin Andreas Horskamp, Leiter der Stelle hier und wir sind in der Kundenschließfachanlage. Wie man sieht, hier gibt es viele kleine Mini-Tresore für unsere Kunden, die auch sehr stark genutzt werden. Was kann man denn hier drin lagern? Alles, was reinpasst. Sie sehen ja hier ungefähr die Größe. Das heißt, auch in der Tiefe ist das etwa wie ein Aktenordner. Und wenn Sie es öffnen, können Sie dort hineinlegen, was Sie wollen. Alles, was Ihnen wichtig ist und was nicht wegkommen soll. Und gab es denn jetzt eigentlich schon mal Einbruchsversuche? Also wie man das so im Spielfilm kennt, dass die Panzerknacker hier angerückt sind? Also in diesem Tresor nicht. Wir hatten schon mal einen Überfall oben auf unsere no normale Kasse. Aber in diesem Tresor wurde noch nie eingebrochen und es hat auch noch nie jemand versucht. Aber die Sicherheitsvorkehrungen, die sind hier sehr hoch? Die sind sehr hoch. Also wir haben alles dafür getan, mechanisch, elektronisch und so weiter, dass niemand in diese Räume hineinkommt. Wenn die Sicherheitsvorkehrungen hier so hoch sind, wie komme ich denn als Kunde überhaupt hier rein zu meinem Schließfach? Gute Frage. Sie können während der Öffnungszeiten, also während unsere Geschäftsräume geöffnet sind, zunächst mal in diese Tresoranlage kommen. Aber die Tür öffnet sich nur mit Ihrer EC-Karte, die wir zusätzlich programmiert mit einer vierstelligen Geheimnummer. Und dann, um das Fach zu öffnen, wie man hier sieht, gibt es auch noch zusätzlich einen Schlüssel. Das heißt, jedes Fach ist dreifach gesichert. Also Sie müssen erstmal die Tür öffnen mit der Karte, Sie müssen eine Geheimnummer eingeben und Sie müssen den Schlüssel haben. Super, vielen Dank, Herr Hauskamp. Sehr gerne. Und morgen öffnen wir dann eine weitere Tür für euch.